Naht das Ende der Sorglosigkeit und welcher Termin könnte in der kommenden Handelswoche durchaus interessant und spannend werden? Das unsere Themen für die nächsten Minuten und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Auf den ersten Blick hatten wir eine eher langweilige Handelswoche. Die Wahl in Frankreich durch. Es ist der Kandidat geworden, den man sich gewünscht hat. Neue Höchststände und Rekordstände, da haben wir uns langsam dran gewöhnt. Aber es gibt so die ein oder andere Meldung aus der Handelswoche, wo es sich lohnt, noch mal ein bisschen genauer hinzuschauen. Erste Meldung. Die Kreditnachfrage in den USA ist in den ersten Quartal zurückgegangen und das bedeutet, wenn weniger Kredite von der Industrie und von Privatpersonen nachgefragt werden, dann bedeutet das auch für die Zukunft, dass es voraussichtlich weniger Wachstum gibt. Zweitens, Volatilitätsindex. Sowohl der VIX als auch der VDAX sind auf einem äußersten Tief und das bedeutet, dass wir wenig Volatilität im Markt haben und so wie man auch immer sagt, nach Regen folgt Sonnenschein oder in diesem Fall besser gesagt nach Sonnenschein gibt es auch wieder Regen. Kann es auch durchaus sein, dass wir kurzfristig wieder einen deutlichen Anstieg der Volatilität bekommen. Drittens, Donald Trump, der darf natürlich nicht fehlen bei so einer Aufzählung. Der hat im Laufe der Woche den FBI-Chef Comey gefeuert und das ist natürlich Wasser auf die Mühlen seiner Gegner. Er hatte wohl weitere Ermittlungen angestrengt in Bezug auf die Russland-Connection und dass man ein Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump durchaus immer wieder in den letzten Monaten seiner Präsidentschaft ins Gespräch gebracht hat, könnte das nochmal so ein Pfeiler sein, den das Gebilde Donald Trump zum Einsturz bringt. Also der Namensgeber der letzten Rallye in den USA, Donald Trump, der ist fleißig dabei, sich weiter in die Knie zu schießen. Sollte Donald Trump nämlich denn von des Amtes enthoben werden und die Anzeichen sich verdichten oder dass man ein solches Verfahren anstrengt, dann wäre das natürlich erstmal alles passé, was er versprochen und vorgeschlagen hat, wie Steuersenkung, Infrastrukturmaßnahmen und das ist ja das, worauf diese Rallye in den USA insbesondere fußt. Die vierte Meldung stammt zwar nicht aus der laufenden Handelswoche, sondern von dem Freitag davor. Da ging es um die US-Arbeitsmarktdaten. 211.000 neu geschaffene Stellen, 185.000 hatte man prognostiziert. Damit liegt man also deutlich drüber. Die Arbeitslosenquote jetzt bei 4,4%, also auf dem Stand vor der Finanzkrise. Aber was dann noch mit entscheidend ist, das ist der Lohnanstieg. Also die Löhne, die sind um plus 0,3% gestiegen. Also genau das, was man eigentlich erwartet hat. Und das ist natürlich in den USA so ein bisschen schwierig. Das heißt, die USA leben von der Binnenkonjunktur und nicht so wie im Export. Das heißt, die Leute müssen schon ein bisschen mehr Geld verdienen, dass sie dementsprechend auch das Geld ausgeben können und in die Wirtschaft pumpen. Und durch die letzten Zinsanhebungen, die wir gesehen haben in den USA, sind natürlich auch die Kosten für die Leute gestiegen. Und das fehlt natürlich dann für den Konsum. Die fünfte Meldung, die passt wie Faust aufs Auge zu dem, was wir gerade eben besprochen haben in Bezug auf Anstieg der Löhne. Der Riese zum stationären Einzelhandel in den USA, Macy's, der hat am Donnerstag Zahlen veröffentlicht. Die Prognose für einen Gewinn pro Aktie lagen bei rund 35 Cent. 24 Cent sind es am Ende geworden. Man war maßlos enttäuscht. Die Aktie unter Druck geraten, minus 17%. Die Wohle auch direkt wieder ein bisschen angesprungen. Denn von solchen Zahlen, gerade beim stationären Einzelhandel, da erwartet man sich auch so ein bisschen einen Eindruck über die Konsum- und Kauffreude der US-Bürger. Jede einzelne Meldung für sich mag vielleicht nicht ganz so spannend sein, aber die Summe macht es eben aus. Je mehr negative oder nachdenkliche Meldungen kommen, desto mehr Kraft kann das Ganze auch entfalten. Das ist so ähnlich, als wenn ich mit dem Finger hier aufs Handgelenk drücke. Mit einem Finger habe ich nicht so ganz so viel Kraft, aber wenn ich mehrere Finger nehme, also mehrere Meldungen, dann kann ich auch die Schlag- und die Druckkraft erhöhen und irgendwann knickt das Ganze. Und das Gleiche gilt dann auch für den Markt, also dass man sich mehr Sorgen macht und wieder nach unten rauschen. Dazu kommt natürlich, dass die Anleger in DAX und Dow Jones auf ordentlichen Gewinn sitzen. Seit der Präsidentschaftswahl im November 2016 ging es jetzt zwar gut 6 Monate ohne nennenswerte großartige Korrektur stetig nach oben. Wir sehen es hier im Chartbild beim US 30. In der Spitze ging es 16% nach oben mit neuen Höchstständen, ca. 3000 Punkte Zugewinn. Im German 30 sieht es identisch aus, plus 22%, also rund 2300 Punkte geht es nach oben, auch da ohne nennenswerte Korrektur. Also das ist nicht so wirklich verwunderlich, wenn der ein oder andere Anleger sagt, jetzt mache ich auch mal Kasse.
Kommen wir aber jetzt zu dem, was uns nächste Woche dann vielleicht noch interessieren könnte und sollte. Da gibt es so neben den normalen Konjunkturdaten noch so zwei andere Bereiche. Zum einen gibt es Konjunkturdaten aus China und zum zweiten, da gibt es dann am Mittwoch die Rohöllagerbestände aus den USA. Und das ist deshalb interessant, weil am Donnerstag, da hat die OPEC ihren Monatsbericht veröffentlicht. Zum einen hat man festgestellt, dass die OPEC zwar ihre Forderkürzung durchgesetzt hat, aber zum anderen Länder außerhalb der OPEC, ja, die pumpen weiter fleißig Öl und somit gibt es ein Angebotsüberhang von rund 0,78 Millionen Barrel täglich im Vergleich zu dem, was nachgefragt wird. Zum Zweiten hat man festgestellt, dass der Mehrverbrauch oder die Nachfrage nach dem täglichen Mehrverbrauch im Vergleich zum April konstant bei 1,27 Millionen Barrel täglich liegt. Das ist dann aber auch ein Signal, wenn man das ein bisschen genauer anschaut, dass es dann vielleicht um die Weltwirtschaft nicht so besonders gut bestellt ist, wenn die weltweite Nachfrage weiterhin konstant bleibt, also nicht weiter wächst. Und zum Dritten dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, beim letzten Mal, als die Rohöllagerbestände gemeldet worden sind, da lag man immer noch über diesen fünfjährigen Durchschnitt. Und im Juni, da will die OPEC dann darüber verhandeln oder beschließen, dass man diese Förderkürzung weiter verlängert, die man im November letzten Jahres beschlossen hat. Es gibt so ein paar Signale, die sagen, alles gut, das wird schon klappen, aber wir haben es beim letzten Mal besprochen. So ein paar geopolitische Reibungspunkte sind eben noch da. Der Ölpreis selber, Freitagmittag, der hatte sich ja ein bisschen erholt von den Strapazen der Vorwoche und gastiert jetzt an der ehemaligen Unterstützung und eventuell jetzt den Widerstand im Bereich von $47,63 bis $47,06. So viel erstmal zu meinen Einschätzungen. Ich hoffe, der kurze Überblick hat euch gefallen. Wenn es so ist, lasst doch bitte einen Daumen nach oben da. Vergesst doch nicht, den Kanal zu abonnieren, dann seid ihr immer sofort informiert, wenn es neue Videos gibt. Bis dahin wünsche ich euch erstmal einen positiven Start in die neue Handelswoche. Viele gute Trades, macht's gut, bis zum nächsten Mal.